Lilia Poppy. Okay, I kinda like it. Poppy auch der Big Flex noch, zwischen Top Support. Was wird die Antwort auf Yone? Smolder. Smolder wird auch noch geflext mit ADC. Oh, I like it. Zwei Teams auch noch mit den Flexpicks im Eisen. Also ich glaube, HLE bannt jetzt Toplaner, right? Weil ich glaube, du kannst nicht wirklich die Poppy... Oh, sie bannen ADCs. Ah, true. ADC ist smarter. Du hast recht. ADC ist smarter. Jhin Ashe, most likely. Ich glaube, Support kannst du nicht wirklich bannen, oder? Genau, Zig Spotlane bannen. Wie würden wir zu Hans Hammer Draven hier stehen? By the way. Hans Hammer Draven würde Smolder komplett busten, was den Smolder auf Mitte packt. Und ich glaube, Yone gegen Smolder sind wir fein, oder nicht? Zig bannen, ich würde vielleicht Orianna bannen, maybe noch? Aber dann schicken. Nee, ich glaube, es wird Smolder Mitte. Ich glaube, Real Talk ist es Smolder Mitte. Ich glaube, du solltest irgendwie Botlane noch targeten, was du brauchst. Ich sag, Hans bastelt hier den Draven raus. Renata Bann, interesting. Ich will nicht Poppy Toplane gegen Jax haben. Ich glaube, wir geben Mickey die Poppy und picken jetzt Draven. Wir picken jetzt. Ist jetzt pickst du. Ja, du musst jetzt eh beides picken. Draven plus Top. Draven nah, Draven Cassante. Ja. Lock it in, Bro. Oh, nö. Nö, Draven wäre so geil. Oh, ist, glaube ich, der erste Varus, oder? In Mainstage. Scheiße, ich hätte Draven cooler gefunden. Okay. Ja, aber ich glaube, jetzt ist einfach No-Brain-Cassante, oder? Oder guckt Broken Blade wieder. Es ist Poppy Top. Lang leben die Pickems. Es gibt eine gute Nachricht für meine Pickems heute. Die Poppy hat den Triple Flex. Ich glaube, Poppy Top war das Einzige, was noch gefehlt hat, ne? Jetzt haben wir den Poppy Triple Flex. Ja, jetzt ist wieder Alistar Braum, Rakan. Ja, es wird der Braum. Okay. Also ich muss sagen, ich finde den Draft von Hanwha fucking scary. Vor allem der Draft von Hanwha ist halt auch super easy zu spielen. Hanwha hat ein gutes Early Game, Hanwha hat ein gutes Mid Game und Hanwha hat ein insanes Late Game. Das sieht sehr, sehr strong aus, was Hanwha da geguckt hat. Ich muss sagen, mir gefällt der Draft von Hanwha auch besser. Aber mal schauen. Wir haben so ein bisschen das Clown-Fiesta-Momentum. Mit Lilia Poppy haben wir bei auf unserer Seite. Und wir werden Clown-Fiesta brauchen, um den LCK-First Seed zu brechen. Hear me out, Divine Sandra Poppy. Du träumst, Faith. So. Jetzt gilt. Kann G2 EU zu alter Größe zurückführen. Ich meine, G2 hat immer gute Records gegen die LCK. Ihr habt in der Vergangenheit, wait, Hanwha hat ein oranges Trikot.
So. Die dritte Partie des Tages: G2 gegen Hanma. Wir believen in EU, wir believen in G2. G2 holt das Ding. So, wie sieht's Laneswap technisch aus? G2 hat gestern Laneswap. Peanut ist sehr aggressiv am Invaden. Hat seine Botlane im Gepäck. Ash Braum ist, glaube ich, die beste Level 1 Botlane in the game. Gegen Braum Passive ist es unmöglich, Level 1 irgendwas zu fighten. Aber wir sehen die Deepwards rauskommen. Aber auch, also G2 hat den eigenen Jungle auch gewartet. Also sie würden sehen, wenn Hanwha stayen würde. Ich find's fein. G2 hat auf ihrer Seite auch ein Deepward auf dem Bluebuff von Hanwha. Der Sweeper ist raus, das heißt, das Bluebuff-Wort wird nicht geklärt werden. Finde ich gut. Das heißt, wir werden Peanut gut tracken können. Oh, Cap Sweep. Geil, sie finden auch ein Wort. Oh, nein! Es ist da, der Sweeper ist ausgelaufen. Oh, schade. Das wäre geil gewesen, die Erfahrung zu bekommen. Zekka, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten er geshared hat, aber Zekka hittet jetzt höchstwahrscheinlich einen Minion früher Level 2. Als Caps, weil er die Ward Experience bekommen hat. Chu muss ja aufpassen. Wie gesagt, er braucht ein insane Level 1, schöner Knockup von Caps. Geiler erster Trade. Joe. Ich glaube, dieses Lane Ward macht nichts. Das ist nur dafür da, um den Lane Swap zu spotten. Light und Viper bekommen jetzt erst Level 2, das ist auch alles komplett fein. Das ist allerdings nicht ganz so fein. Doran bekommt hier einen richtig, richtig guten Trade auf Broken Blade. Ne, der Worlds Patch, also die spielen Worlds einen Patch hinter uns und da geben Wards noch EP. Caps kommt ja auch richtig eingeschenkt von Zekka. Ah, beide Solo-Länder ein bisschen am Straucheln in den ersten Trades. Aber wird jetzt besser und ich meine die Munition. Peanut, der kleine Schlawiner, geht hier für den Invade. Eben, ich habe es schon dreimal gesagt, Ash Braum ist broken. Wird gespottet von Yike. Ich denke nicht, dass du hier fighten kannst, ne? Wie gesagt, Ash Braum ist broken. Du hast Midlane keine Prio. Peanut bekommt einfach unseren Red Buff. Stark gemacht von der Hanwha Botlane. Enablen hier einen Jungler. Und ich glaube, es gibt kein Window für Yike jetzt zu counter-invaden. Wie gesagt, schau dir Caps an. Der ist junked. Der hat keine Prio. Du kannst niemals invaden. Zekka wird immer zuerst da sein. Yone zu low. Selbst wenn Yone dieselben HP hat wie Zekka, ist es, du kannst gegen Ash Braum early keinen Fight anzetteln. Das funktioniert nicht. Das ist in keiner Welt winnable. Woher wusste Yike das? Naja, weil die Hanwha Botlane plötzlich einfach in seinen Jungle gelaufen ist. Hanzama und Mickey haben das halt gewollt. Vorsicht, die in dem Bottle ist gerade in deinen Jungle reingelaufen. Yike ghostet, ich glaube auch. Was krass wäre, ist, wenn Yike jetzt realisiert, dass er natürlich den Tempo-Advantage hat, dadurch, dass Peanut mehr Camps machen musste, dass er, also, es wäre fein für Yike, wenn er hier jetzt die zweite Languste kriegen würde. Aber er realisiert nicht, dass Peanut noch so viel langsamer ist und die Languste noch gar nicht gemacht hat. Erst jetzt würde er bei Yike nach unten laufen, aber Peanut hat schon die zweite Krabbe. Das heißt, Peanut ist jetzt ein gutes Stück ahead über Yike. Ihr seht es auch in den CS 23:31. Peanut ist kurz vor Level 5, während Yike gerade eben erst Level 4 gehittet ist. Da ist wieder der Map-Hack. Hawkshot fliegt einmal durch, deckt den kompletten Jungle auf. Hier leider auch Yike. Man sieht jetzt genau, wo die Lilia ist. Macht gerade Grom. Man hat vor allem auch gesehen, dass alle anderen Camps down ist. Und man wird jetzt hier antizipieren, dass Yike most likely für die Gubi spielen wird. Er ist jetzt Topside. Und auf Botside, glaube ich, kannst du nach wie vor keine Fights gewinnen. Ja,
Ja, wobei, er move noch um. Ah, gut, es wäre auch, glaube ich, keiner cringe, jetzt 50 Sekunden auf Topside zu warten. Wenn Ash und Braum mitgemoven zu einem Red Invade, wieso gibt man dann Red nicht Ash? Meinst du das ernst? Nee, weil Ash kein Jungle-Item hat. Die Ash bekommt ja keine Erfahrung davon. Peanut bekommt dadurch fast ein komplettes Level Experience und Ash würde nichts bekommen. Caps wird hier gegankt von Delight, verliert 80% seiner HP und vor allem den Flash. Das tut sehr weh. Das sieht nicht gut aus. Das Early Game sieht wirklich nicht gut aus. Vor allem, ich glaube, wir werden halt outscaled. Also sie haben mit Smolder, Jax und Ash mit einer insane Frontline. Bin auch nicht genau zu sehen, warum Laneswappen die Botlane jedes Game hoch, weil jetzt Goobies ab sind. Weil beide Teams die Goobies haben wollen. Wir schauen leider unten gerade den Botlane-Fight an. Oben passiert nichts mehr, ne? Nach dem Gank von Delight auf Midlane kann G2 niemals die Goobies contesten. Drei Goobies für Hanwha, es wäre richtig geil, wenn wir diesen Drake crossmappen könnten. Aber sie fällt sehr, sehr langsam. Das kostet ja eigentlich sehr viel Zeit und noch mehr Experience in der Zeit. Puh, 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 puh. Oh, schönes Schild von Delight. So kann der Piercing Arrow von Hans die Ash nicht canceln. Immerhin kriegen wir einen guten Dragon. Aber ja, ich werde jetzt immer weiter behind fallen. In der Zeit hat Peanut zwei Camps gemacht. Und es wäre so wichtig, dass diese Linie gut ins Game kommt. Die Poppy hat eine Träne. Caps nimmt hier den Trade auf Sekka, der ist am Wegflattern. Aber war ein guter Chunk. Mein, noch ist eigentlich alles fein. So, das Gold ist even. Wir haben Dragon für Goobies getradet. Wir sind an manchen Stellen halt ein bisschen behind. Aber es ist noch nichts Dramatisches. Ich finde es halt nur scary, dass wir halt, glaube ich, schon sehr obvious outscaled werden. Das ist ein ruhiges Early Game, wo First Blood erst in der 13. Minute fällt, ist halt nicht wirklich gut für uns. Ja, und ich wünschte, First Blood würde erst in der 14. Minute fallen. Das war ein sehr, sehr schöner Gank von Peanut. Wird nicht gespottet. Delight auch wieder in der Midlane. Caps hat immer noch keinen Flash. Wird einfach Chain CC'd und stirbt. Damit ist First Blood für den Smolder. Ja, Subtif indeed. Denn das war der zweite erfolgreiche Gank von Delight auf Midlane. Immerhin hat Caps TP, kann jetzt hier die Wave auffangen. Eineinhalb Minuten auf den nächsten Goobi-Fight. Also dann will ich wirklich einen Fight sehen. Dann müssen wir was machen. Wir können Hanwha nicht einfach Free Scaling geben. Durch die zwei Midlane-Roams ist Mickey jetzt wenigstens ahead. Also dadurch, dass die Light zweimal Midlane geroamt ist, ist Mickey wenigstens ahead in Experience Points. Hat jetzt schon den Magnet Storm. Aber die Light wird bis zu den Goobies auch noch 6 hitten. Wir müssen dann zünden. Wir müssen wirklich was machen. Werden Top Lane, werden wir auch outscaled. Und wir sind aber jetzt schon behind. Doran ist 10 CS up in einem Matchup, das er hart outscaled. Oh, jetzt ziehen wir mittlerweile in den All-In, die Bola connected, Caps ist unterm Turm, der Damage reicht aber nicht, jetzt ist Yike ziemlich tief drin, tankt ja nochmal einen gestackten Tower-Shot. Ja, sah gut aus, aber Yone hat noch nicht genug Bums, um das Hacker wirklich zu bedrohen. Das ist Yike leider auch ziemlich chunked und jetzt mit so wenig KP kann man hier überhaupt noch die Crap contesten, schlechter Flash in der Straight Line. Die Bola connected, trotzdem Flash geht daneben, Smolder Flash nach vorne, der zweite Kill, inklusive Double Buff für Sekka. Eieieiei, das sieht desaströs aus. Der Smolder hat ein absolutes Traumgame. Der Smolder hat 10 CS pro Minute,
2 Kills, Double Buff und Winning Team. Puh. Boah, Hans ist jetzt sehr weit vorne. Double Knockup von der Braum Ultimate. Peanut ist im Rücken. Braum Passive wird gestackt. Magnet Storm kommt raus. Viper wird zählt, aber der Arrow macht nicht genug Damage und das sind die nächsten 2 Kills für Hanwha. Damals hat er auch Viper gefeedet. Mini-Eike ist jetzt oben, wir kriegen immerhin die 3 Goobies, können wenigstens das ausgleichen. Aber ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass wir eine Early Game, also das ist schon, weil ich würde es nicht eine Early Game kommen nennen, aber wir machen halt nichts. Wir lassen HLE uns einfach outplayen, wir lassen HLE uns ganken und wir wehren uns aber nicht. Und das ist irgendwie schade. Broken Blade setzt hier zum Dive an. Ultimate geht durch, Doran hat ein bisschen gefailflashed. Aber die Cooldowns von Broken Blade sind so lang, die Minions sind jetzt gone. Yike ist am Moven nach dem Gubi. Nice Drive von Broken Blade though. Vicky ist around. Vielleicht kann man den Recall canceln mit Ignite. Schön. Okay, Doran wird hier sterben. Er meint leider beide Rails haben das geused, ne? Wir haben beide Rails haben geused, wenn jetzt schaut Botlane, wie Huntsummer gerade weggesohnt wird, weil HLE weiß. Alles klar. HLE weiß, dass Mickey natürlich Toplane ist. Und jetzt schaue ich das an. Viper nimmt gerade die zweite Platte, Huntsummer kann nicht nach vorne laufen, Peanut ist auch around. Das ist halt nicht worth it. Wir verlieren Botlane so viel dafür. Und Mickey hat beide Sums geused. Also auch der Valuable Rail Flash ist auch gone. Kein Flash Magnet Storm zur Verfügung. Und ich glaube, Hans hat gerade 1,5 Botlane Waves verloren. Durch die Botlane Prior geht es after Dragon on HLE. Yeah, I mean, it's something. Wir haben einen Kill bekommen. Das ist alles ein ziemliches Desaster. HLE mittlerweile 2000 Gold ahead. Gleichen jetzt auch den Dragon Counter aus. Und der Smolder ist feuchtfröhlich weiter am Stacken. Immer noch 10 CS pro Minute. Wenn wir den irgendwie catchen können. Er hat auch kein Flash. Der Dive auch nicht so toll gespielt. Ja, ja, Ike hat halt seine Bowlingkugel aus Versehen in die falsche Richtung geworfen, aber sonst hat es schon gepasst. Die Caps hier eine Platte. Ja. Muss die Brown Passive respekten. Und vor allem auch den Ash Arrow. So, wir sind jetzt das angepasste Lane Assignment. Zekka wird Top Lane geschickt. Doran Bot Lane. Und die Bot Lane geht in die Mitte. Oh. Zekka. Aber er ist safe. Peanut ist bei ihm. Caps, Shadow jetzt hier Broken Blade. Aber Vivi hat keinen Flash. Ich weiß auch nicht, wie sie auf Zekka draufkommen wollen. Vor allem, wenn sie Johnny und Braum around sind. Scheiße, schaut Botlane. Wir verlieren Botlane schon wieder so viel. HLE Auto-Shadet uns so hart. Ah! Jetzt muss die Vivi runter TPen. Noch? Ich meine, was fein ist. So, Doran hat auch runter TPen, aber halt. Doran hat da vorne eine Platte und eine Wave bekommen. Scheiße, Mann. Wir machen halt nichts. Wir schauen HLE zu, wie sie uns outrotieren. Und wie sie Stück für Stück weiter kommen. Nun Forst wieder den Fight. Aber jetzt kann man wirklich was machen. Ah, Mickey X failed alles an den Spells. Oh, was macht Mickey? Scheiße. Fuck, ey. Ja, im Losers Bracket gibt es dann auch wieder bessere Teams, am I right? Ja, Mickey Rell sieht bis jetzt irgendwie noch nicht so geil aus. Hat auch gestern war die Rell-Performance auch nicht so sahnig, sage ich jetzt mal. Herald für Peanut. Mein Caps hat jetzt Blade. Caps ist jetzt actually ziemlich stark.
Zack hat zwar auch Trinity, aber der Blade Spike sollte stärker sein. Leider haben wir jetzt auch den Flash Timer nicht genutzt. Der Zacker Flash ist wieder ab. Der umgeht in die E, versucht der Zacker ein bisschen zu baiten. Jetzt kommt der Hex Flash. Schöne Ultimate Kombination. Zacker Flash defensiv. Wir kriegen immerhin das. Wir kriegen immerhin den Zacker Flash. Jetzt weiß natürlich Hanwha genau, wo Mickey sich befindet. Jetzt können sie mit dem wieder reinfahren. Kriegen mit dem Harold den Turm. Gehen jetzt hier sogar auf den Tier 2. Weil Hans kann ihn halt allein nicht defenden. Hans hat auch keine Summoners. Minifest, wir kriegen Wort bekommen. Immerhin etwas, immerhin ein bisschen Gold für uns. So. Wo ist die Lilia? Ja, ich ist am Start. Ihr Peanut wird einfach raus, der hat noch Q. Nämlich kein Fan von Varus. Also ich glaube, wenn wir so spielen, wie wir spielen, ist es scheißegal, was wir draften. Draven hätte auch nicht funktioniert, wenn wir einfach AFK sind, das ganze Early Game und nichts machen. Dann wäre Draven sogar noch schlimmer gewesen. Fuck, 3.500 Gold. Gleich 4. 4.000 Gold in der 17. Minute ist ein crazy harter Storm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir auch outscaled werden. Jax und Smolder scalen so gut hier in dem Game. Wir hatten auch noch keine einzige Lilia-Ult in dem Game. In der 18. Minute. Ich will jetzt einfach irgendwo was sehen. Wir müssen doch irgendwo auf der Map, muss es doch ein Window geben, wo wir einen Fight forcen können, den wir auch gewinnen können. Das Shadowplay gerade eben auf Caps hat doch funktioniert. Wir können es doch nochmal versuchen. Zu den Dragon können wir eh nicht contesten. Fick diesen Dragon, geht Topside, kill Doran und nimmt hier 2 für Dragon. Das wäre mein Call. So, da kommt jetzt auch der TP von Bibi. Vicky muss leider wieder mitgehen, weil Hans halt alleine nicht landen kann. Dass es einfach weggedived wird. Und der Arrow ist super. Der TP einfach raus. Oh no, die spielen für Don. I mean, okay. Wir haben 2 Summoners von Doran bekommen. Die Leitestale wird es matchen. Blockt auch hier schön die Ion Ultimate. Broken Blade ist jetzt im Turm. Nimmt die Tower Agro. Wird jetzt auch gleich gestunt werden. Yike ist da. Jetzt kommt aber der 2-Mann Lilia Sleep. Jax hat keinen Flash. Die Braum Ultimate ist so gut. Und wir haben einfach keinen Schaden. Wir haben einfach keinen Schaden. Joke. Broken Blade mit dem ersten Kill. Jetzt lebt nur noch die Leite. Turm ist auch relativ low. Einfach jetzt raus ein Tower nehmen. Das ist echt egal. Das sah jetzt alles. Das sah wirklich nicht clean aus. Aber das ist geil. Wir kriegen Gold. Das Problem ist, dass Botlane, der da auch unser Tier 2 gefallen ist und sogar fast, actually hätte Smolder sogar unseren Tier 3 auch noch nehmen können. Aber es ist Gold. Wir kriegen Gold und es ist ein Lebenszeichen. So, es ist okay. Also wir kriegen was und geben nicht immer nur ab. Alter, Zekka hat auch eine QSS. Zekka hat auch eine QSS mittlerweile schon. Der Link klappt nicht, by the way. Warte, welche eigentlich? Bubble Pop? Ich sehe die Originalnachricht. Ah, hier. Wait, tatsächlich? Ich gebe es direkt weiter. Danke dir fürs Sagen. Direkt weiter. In der Meantime wird Peanut hier ein bisschen gechased vom Caps. Der ist mittlerweile stark. Also wir sehen jetzt hier schon, Yone ist halt trotzdem Yone, ne? Auch wenn du ein bisschen behind bist. Danke, Phil. Okay. Mickey sollte jetzt eigentlich gleich wieder Flash haben. Und dann ist es eine Rell Ultimate, sie alle zu knechten. Und vor allem gegen den Rell Engage macht halt den QSS nicht viel. Auf der Habenseite.
Also wir werden zwar outscaled, aber das macht das Game jetzt nicht unwinnable. Später. Wenn wir gute Fights bekommen, wenn wir gute Ultimates und gute Engages bekommen. 2K ein bisschen mehr ein. Shut up, Chat. Ich meine, wir waren schon weiter behind. Wir haben ein bisschen stabilized. Wir haben auch einen Dragon. Es ist schon alles okay. Pina chaset die Brian, hat aber die Light hinter sich und vor allem hat er auch mit Prio hinter sich. Man will jetzt um den T1-Turm forcen. Man brute-forst hier den Topside-Jungle. Man holt sich die Vision, kann Caps noch die Wave clearen? Nope, kennen wir den, wir den clearen können, oder? Muss jetzt sogar aufpassen, Peanut wird hier ulten, der Arrow kommt raus, ist nicht ganz getimed. Die Ultimates von Hanwha gehen ins Nichts, jetzt können wir vielleicht sogar re-engagen. Magnet Storm, das lieb auf Peanut, der ist nicht tanky, aber wir haben ihn leider sofort aufgeweckt. Viper muss jetzt hier den Tower tanken, das wird ein guter TP, das wird ein guter TP von Poppy. Luke Poppy, Luke Poppy, Luke Poppy, Stun auf Peanut, erster Kill für Caps und zweiter Kill für Hans Summer. Und jetzt kann man hier sogar den Nash starten, Peanut ist 35 Sekunden tot, wir haben zwei Blade of the Ruin Carries. Und O7 in den Chat, O7 an den Lead von Hanwha, den man gerade komplett weggejodelt hat. Jetzt nur Fokus. Nicht missplayen. Das ist alles machbar. Der Nash ist so schnell down. Doran hat keinen Flash. Miki versucht ein bisschen Zeit zu kaufen. Schöne Poppy Ultimate. O7 auch an Doran. Der geht auf die Reise und jetzt kann man re-engagen. Schöner Knockover Viper. Der muss defensiv flashen. Kann ihn die Yone Ultimate töten. Nein, Viper lebt. Aber das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Wir haben das Game geturnt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht warum. Aber wir sind back. Wir sind so back. Oh. Wait, Caps ist 2 Level über Doran. Doran ist Level 12. LOL. Okay, Doran ist ja mega weit behind. Wir gehen nochmal ins Replay. Ja, also ich bin ehrlich, HLE hat sich hier komplett alle Hände gebrochen. Die haben einfach jede einzelne Ult mistimed auf Caps. Smolder Ult, Siege Ult, Ash Ult. Ins Nix. To be fair, bekleckern wir uns auch nicht mit rum. Mit der Red Ultimate, mit der Lille Ultimate, aber... HLE viel zu deep. Und dann hast du eben zwei Blade of the Ruin, King Hyper Carries. Der Nash ist halt One-Shot. Oh, jetzt kriegen wir sogar einen Dragon auch noch. Geben damit den einen HLE damit den Soul Point. Oh, ist das gut. Okay, also wenn HLE einfach nochmal drei Ultimates nichts wirft, sage ich, dann haben wir auf dem nächsten Fight das Game. So, Smolder ist bei 278 Stacks, though. Scheiße, Mann. Weil Zekka jetzt keinen Flash hat und Miki hat Flash. Also die Tools wären da, ihn zu catchen. Also wir müssen hier der Dragon, der wird einfach nicht defendbar sein. Oder will HLE den fighten? Ich würde es feiern, wenn sie ihn fighten wollen. Sag ich, wie es ist. Broken Blade ist actually so strong auch. Ah, yeah, macht das Molder viel Schaden. Ah, ja, macht das Molder viel Schaden. Doran läuft mittlerweile Top-End runter. Weil Broken Blade kein TP hat, der ist ja gerade eben Flank-TP'd. Wir müssen jetzt eigentlich was forcen. Wir müssen eigentlich was machen. Ash Arrow ist raus, genauso wie das kennst von Hans Summer. Quick Trade. Yone geht jetzt Top-Lane, beantwortet damit Doran. Er hat Flash, though. TP meine ich. Jetzt wird der Dragon gestartet. Das ist, glaube ich, nicht so geil, wenn Yone halt erst dazu TP't, ne? Vor allem kann Doran ja auch den TP canceln. Aber wir kriegen den Dragon. HLE traut sich nicht reinmoven, jetzt Mitte deffen. Okay. Yone wurde gespottet. Dieser Smolder, dieses mistige kleine Mistvieh. Also, dass wir mit dem Nash-Original keinen einzigen Turm bekommen haben, ist schon ein bisschen sad. Da habe ich mir mehr erwartet. Wir haben 800 Gold plus Nash-Play. Wir haben nicht mal Midlane Tier 1 bekommen. Scheiße. Wir haben nicht mal Midlane Tier 1 bekommen mit dem Baron. Das tut schon weh. Den hätte ich schon gern noch gehabt. Aber trotzdem. Das war trotzdem eine insane Sequenz. Ich meine, wir haben Dragon bekommen. Und der Nash gibt dir selbst auch einen Haufen Gold. Ihr seht es ja, der Goldlied ist einiges runtergeschrumpft. Und wir haben Dragon bekommen. So, und jetzt kommt's dann einfach nur down zur Teamfight-Execution. Welches Team kann die Ultimates besser landen? Wer findet den richtigen Engage? Und am besten finden wir den richtigen Engage relativ bald, bevor Zekka 40.000 Stacks hat. Caps findet hier Peanut im Jungle, der ist sogar nach vorne, zieht sich aber direkt mit E wieder zurück. So, und jetzt kriegen wir, glaube ich, den Midland-Turm endlich. Caps will den Rap auch noch nicht aufgeben. Aber jetzt haben wir den Midland-Tower, right? Oh, die Wave ist schon gone? Ah.
Das Problem ist, dass der Smolder Flash auch gleich wieder ab ist. Ne, ich hätte es wirklich gern gepunished. Ich hätte wirklich gern einen Fight gefunden in der Zeit, wo wir Nash haben und Smolder keine Flash. Oh, Poppy findet hier den aggressiven Stun of Peanut. Oh ja, das Schweinchen ist tanky. So, jetzt forcen wir Midlane. Zekka hat noch keinen Flash. Poppy Ultimate wird gecancelt. Sejuani Ultimate auf Poppy. TP auf dem Mittelturm. Brockblade muss laufen. Nimmt die Blast Cone. Disengage. Caps geht raus. Mickey geht raus. Ash Arrow ist auch auf Cooldown. Peanut wird geslowed. Mickey ist ziemlich low. Jax geht nach vorne. Jetzt kommt der Sleep, aber nur auf die Frontline, nicht auf die relevanten Targets. Wir verlieren leider Mickey. Okay, ich bin froh. Wenigstens hat Mickey seinen Flash nicht gewastet. Aber wir müssen einen guten Engage finden. Damit haben wir gestern schon gegen Pain Gaming gestruggelt. Wir müssen einen guten scheiß Engage finden. Das kann nicht sein, dass bei anderen Teams... Wenn eins von den LPL oder LCK Teams Rail spielt und die Rail Flash up hat, haben die immer einen free Teamfight Win. Wir müssen endlich mal so einen scheiß Rail Flash accordingly nutzen. Das kann nicht sein, dass der Champion für alle anderen so krass broken ist und wir finden einfach keine Rail Engages. Sekunden auf den nächsten Baron. Rockblade ist jetzt permanent am Groupen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen daran, er liegt ein bisschen daran, dass er Doran nicht wirklich matchen kann, oder? Doran hat Sonias, der hat einen Sneakers Armguard. Ich glaube, er kann ihn schon matchen. Ich glaube, da passiert nur einfach nicht viel. Ich glaube, Broken Bill will seine Power. Der ist immer noch ein Head. Der ist auch Level 16. Der will sie einfach im Teamfight nutzen. Da ist der Arrow. Auf Mickey X geht daneben. Yone Recall geht durch. So. Wir müssen auf Mickey trusten. Mickey muss den geilen Rel Engage bekommen. Oder actually, Yai. Flash Lilia Ult geht auch. Ich habe die Light baut gerade Mikaels. Mikaels oder Redemption, aber ich glaube Mikaels wäre halt geil gegen den Lilias Lead für Anwar. Warum wurde da gerade. Der hat 330. Warum wurde da gerade 450 auf Sekka eingeblendet? Hast du es gesehen? Ich habe gesagt, 54 ist surreal in der 29. Minute. Caps gegen Sekka. Wird jetzt Sejuani ultet werden? Sejuani ultet nicht? Ach, das ist der neue Bounty. Ah. Wait, Junge, Broken Blade gibt Doran ja noch komplett Kingdom. Holy shit. Wir machen halt wieder nichts. Wir warten einfach nur. Mein gut. Ja, ich weiß es nicht. Poppy nimmt noch eine Top-In-Wave. Das heißt, wir haben jetzt First Move. Maybe kann Broken Blade sich damit den TP sparen. 330 auch in 10. Ja, ja. 340 Stacks, Minute 28, 29 ist crazy. So, Flank-TP von Poppy. Wo ist Sekka? Wir müssen auf Sekka kommen. Wir gehen aber Midlane drauf. Wir gehen auf Sejuani drauf. Sejuani flasht. Rel trifft nur die Frontline. Die Frontline stirbt, actually. Erster Kill, aber jetzt ist Small da am Leben. Delight-TP rein. Poppy kann ihn noch wegschieben. Es ist halt die Scheiße, Mann. Wir engagen nur auf Tanks. Wir usen unseren Rel Flash Magnet Storm auf Brauchen Sie Joani. Ah. Caps geht auf den Rank. Anwar weiß es gar nicht, dass er den Rank macht. Jetzt werden sie es gleich wissen, doch. Jack ist auch am Start. Aber können sie nicht. Wir müssen wirklich anfangen, auf Backline zu engagen und nicht immer nur auf Frontline. Können wir den stealen? Nee. Das ist der Soulpoint für Hanwha. Sekka musste nicht mal flashen. I guess Viper hat seine Summoners raus. Ich mochte den TP, aber ich glaube, wir hätten noch geduldiger sein sollen. Wir verlieren nichts, wenn wir 10 Sekunden später TPen oder 5 Sekunden später TPen, wenn wir Vision auf Sekka haben. Und dann, und wenn Poppy dann auch auf Sekka gehen kann und Poppy nicht gezwungen ist, auf Peanut zu engagen.
Warum läuft Yike nicht ran für den Steal? Weil er dann stirbt und Hanwha den Nash for free bekommt. Oh, der Arrow of Broken Blade. Aber so wie es aussieht, kriegen sie den Nash anyways for free. Mickey muss rausjumpen. Broken Blade ist in der Rückwärtsbewegung. Die Ultimates von Hanwha gehen raus. Schöne Ultimate von Broken Blade. Noch schönere Ultimate von Yone. Der hat Viper. Der hat noch keine Summoners. Viper ist tot. Kann man jetzt runterrennen. Sekka ist vor allem out of position. Man muss jetzt so viele Kills bekommen wie möglich. Delight stirbt. Peanut hat kein Flash. Bitte kill Peanut auch. Ja, Peanut wird schlafen geschickt. Piu, Piercing Arrow und wir kriegen Nash. Och, geile Poppy Ultimate. Broken Blade, du geile Sau. Broken Blade und Caps. Wunderschöne Ultimates. Yike nimmt noch den Red Buff. Yike hat noch den Red Buff. Okay, wir sind noch am Leben. Wir sind noch am Leben. Mozi, habt ein Auge auf die Werbung dann, oder? Danke. So, werden wir endlich den Tier 1 Dauer bekommen. Abibi ist komplett am Smurfen. Das ist actually crazy. Poppy, Toplane ist safe die schwächste Rolle für Poppy. Wait, es wäre insane, hier den Sekka Flash zu bekommen. Knockup von Poppy geht durch. Jetzt kommt Mickey von der Seite. Aber Sekka hält seinen Flash. Und wir chunken ihn raus. Er muss resetten. Ach, das wäre so big gewesen, da den Small Flash zu kriegen. Aber Sekka ist natürlich smart. Der weiß genau, wie viel da noch kommen kann von G2. So, wir gehen nochmal ins Replay rein. Der Fight sieht erst gar nicht so gut aus. Aber wieder, HLE misst alle ihre Ultimates. Sejuani Ulti misst, Small Ulti macht nicht viel. Und dann disengage die Poppy wunderbar. Viper steppt nach vorne, er hat keine Summoners. Und Caps macht einfach die Yone-Dinge. Und dann ist Sekka nach oben gesaunt. Hanwha hat da keinen Damage mehr, wir müssen nichts respekten. Und wir kriegen hier nochmal zwei Kills. Sekka vs. G2 will win, ja. Ja, es ist halt wirklich Smolder gegen die Welt. Ja, die Lilia kommt langsam ins Game, ne? Lilia hat jetzt fast drei Items. Gleiches Rail Flash wieder ab. Gleiches Rail Flash wieder ab. Wir haben auch gleich Poppy Flash wieder. Wir müssen einfach diesen scheiß Drachen töten. Ich glaube, nochmal werden wir nicht so viel Glück haben, dass Sekka out of position ist, dass er nicht hitten kann, wenn wir sein Team töten. Ash Arrow geht auf die Midlane, geht aber daneben. Kein Arrow auf Viper. Die erste Ultimate wieder gemisst von HLE. Das ist die legit winning condition. Caps ist im 1v2. Haut Doran richtig runter, geht nach vorne, da kommt die Ultimate. Er connectet Viper, er connectet beide. Er geht für das Hero Play. Doran geht golden. Oh nein, die Bola von Yike war leider echt bad. Aber Caps findet das Outplay im 1v2. Aber bekommt nicht viel dafür. In the end mattert es nicht wirklich, weil er hat nicht mal den Flash gezogen. Und jetzt wollen wir aber nach vorne gehen. Poppy Ultimate, disengage den Braum. Sejuani wird genockt. TP von Doran kommt dazu. Jax. Ah, Shutdown auf Broken Blade. Wir können nicht mehr DPSen, wir müssen laufen. Wir hatten keine Yone-Ult. Ich glaube, ja gut, to be fair musst du auch sagen, dass Ash hatte auch keinen Arrow. Aber der kommt jetzt actually gleich wieder. Wir wollen noch around bleiben. Wir hoffen, dass HLE gesplittet ist. Sekka ist in Base, der hat aber TP. Wir werden hier komplett in. Wir müssen hier ganz schnell raus, Leute. Wir müssen hier ganz, ganz, ganz schnell raus. Schöner Ash Arrow. Connected noch auf Yike. Oh, der ist schnell genug. Okay, okay. Und Sekka hat TP'd. Verlieren wir die Soul? Broken Blade in 30. Nein, wir verlieren Soul nicht. Der hat TP. Wir haben alle TP. Nur leider haben wir jetzt keinen Flash of Caps. Für den letzten Fight. War ein Stück, danke dir für den Resub. Vielen, vielen Dank für die 11 Monate. Much love. Welcome back. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay. Okay, okay. Broken Blade wird jetzt gleich TP'en. Ah. 450 Smolder Stacks, by the way. Diesmal stimmt die 450. Nur Fnatic könnte mit so einem Smolder noch verlieren. Oh, da ist die TP. I like it. Da ist der TP von Broken Blade. Wird leider von Viper sofort gespottet. Das ist echt nicht gut, aber er hat die Blastcone. Viper hat in 7 Sekunden Arrow. Scheiße, das war leider unser Flank-TP. Wurde sofort gespottet. Das war echt ein bisschen unlucky, dass Viper genau in dem Moment vorbeigelaufen ist und ihn spotten konnte. Dragon wird aber schon... Oh, wir haben den Drake schon. Ash Arrow ist raus. Smolder Ult ist auch gewastet. HLE ist so bad mit ihren Ultis. Bitte punisht sie. Okay, wir können auch disengagen. Nehme ich auch. Bin ich auch fein mit. Jetzt schnell basen, damit sie uns die Mitte nicht einlaufen können. Ich schwöre bei Gott, HLE, wenn anfangen würde, ihre Ultis richtig zu usen, das Game wäre so over. Puh.
can win. Eine Poppy Ultimate, eine Yone Ultimate, eine Rell Ultimate, eine Lilia Ultimate. Irgendjemand muss upsteppen. Irgendjemand von G2 muss es gleich für das insane Hero Play gehen. Caps kriegt an der Seite nicht der zweite Turm. Nice to have ist actually ein Gold Ahead. Nicht, dass es so spät irgendwas mattern würde, ein paar hundert Gold Ahead zu sein, aber bist du den Gold Ahead gegen den LCK First Seed? Auf geht's, Jungs. Auf geht's. Eine Hero Ultimate. Caps finisht sein Infinity Edge. Caps hat IE. Der, wenn Sekka oder Viper zu fassen bekommt, der one-shottet die. Ash Arrow auf Varus, der cleanst. Ist nicht geil, aber es ist okay. Nash spawned. 40 Sekunden. Ich glaube, ich finde es geil, wir schicken Caps Botlane. Mickey ist auch bei ihm. Doran stirbt halt sofort und Doran hat noch keinen Flash. Also Doran ist legit squishy. Der hat einen Sonias und Tabis. That's it. Das sind seine defensiven Items. Caps hat gleich wieder TP. Wir haben auch... Ein Ward haben wir. Das deckt zwar die Nash-Pit nicht auf, aber das könnte spoilern, wenn HLE zum Nash-Move. Oh mein Gott, Karl, du bist ein Gott! Luke, Yone. Yone rotiert rein. Wir wissen, wo Doran ist. Bitte nicht face-checken. Bibi, bitte pass auf. Bitte pass auf. Oh, was macht Mickey? Was macht Mickey? Was macht Mickey? Was macht Mickey? Oh no, das sieht terrible aus. Oh. Okay, die Light hat keine Bombblading mehr. Das sind die kleinen Erfolge. Sekka kann die Wave annehmen. Capstash nach vorne, muss disengagen. Jax keine E. Wer holt den Trigger? Da sind die Ultimates. Sie erwischen Mickey. Und er ist sofort tot. Oh, Mickey, why? Bro, es ist einfach EURL. Das gibt's doch nicht. Es ist EU-Rail. Es ist Free Baron für Hanwha. Können wir die Base cracken? Können wir Progress machen? Doch, Caps kann Progress machen, oder? Doran kann er nichts gegen ihn tun, right? Die Base wird geöffnet. Yike kann für... Oh, Yike stealt den Baron! Yike hat den Baron gestealt! Yike hat den Baron gestealt! Wir kriegen Bot in den Hip. Oh mein Gott, Yike! Oh mein Gott, Yike ist der Held. Yike flasht rein und kriegt das 50-50 Smite. I cannot believe it. I cannot believe it. Welcome to the EU shit show. Welcome to the EU shit show. Und wir haben Botlane in hier. Wir können jetzt legit über Sideline und über Backdoor einfach gewinnen. Wir haben Double TP ab. Keiner kann halt Caps in Sideline matchen. 6 Items Smolder, 520 Stacks, mehr dann auch nicht, wenn du ihn einfach nie fighten lässt. Ah. Wait, Yike ist 3 Level über Peanut. Peanut ist Level 15. Lol. Ich hab's gesehen, Faye. Oh gut, oh gut. Willi, danke dir für den Prime. Sorry, vielen Dank für 43 Monate. Danke, du Süßmaus. Welcome back. Also Chat, ich sag's, wie es ist. In 4 Minuten und 20 Sekunden kommt Werbung und wir können sie nicht mehr verschieben. Wir hoffen, dass das Game bis dahin vorbei ist. Sonst haben wir ein Problem. Okay, also wir haben immer noch Rell Flash. Ja, es ist einfach Mickey. Mickey muss upsteppen. Du kannst nicht Rell draften und dann in 40 Minuten keine einzige Rell Flash Ulti hinbekommen. Das ist einfach illegal auf dem Niveau. Also sorry, wenn das toxic ist, wenn das gemein ist, aber das darf nicht passieren und Mickey würde zustimmen. Herr Sekka hat 460 CS, by the way. So, Inferno Soul, wir werden sie aufgeben. Oh mein Gott, weil wir sind zu zweit oben. Wir gehen auf Doran drauf. Ash Arrow wurde hochgeschickt. Doran ist golden, der wird einfach sterben. Er hat Flash though. Jetzt tippet man Sekka dazu. Oh oh, das Redemption geht durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe dann ganz schlechtes Gefühl. Oh Gott, haben wir. Oh mein Gott, und HLE hat auch den Drake bekommen. Ah, das ist Game.
Alter, Sonyas kauft so viel Zeit, dass Sekka dazu TPen kann. Und Mickey hat seinen Flash geused. Jonas, danke dir für den First Time Prime. Jetzt kommen die ganzen Subs gleich rein. Unleashed Skrillex, danke für die 3 Monate. Vielen Dank euch beiden. Mann, schlaf, fühlt euch gedrückt. Ja, die werden einfach finishen. Caps ist der einzige Threat, von dem sie Angst haben müssen. Der ist noch 30 Sekunden tot. Hans Hammer, also der Varus ist einfach ausgeheilt. Der hat zwar Damage, aber nicht genug. Oh, sie gehen nicht dafür. Sie gehen actually nicht dafür. Puh, wow. Ich fand dieses Top-Lane-Play nicht mal schlecht. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Doran das so lange überleben kann. Es ist halt Sonyas und da kam noch das Redemption dazu. Von Delight. Aber to be fair, selbst wenn Doran stirbt, ist es trotzdem noch ein absolutes Desaster. Also selbst wenn Doran stirbt, killt Sekka ja trotzdem beide. Oh mein Gott, Werbung vom Baron. Sollen wir? Actually, ja, true. Wir ballern jetzt Werbung rein. Es tut mir leid, Leute. Frozen Luke, danke für deinen Resub für die 4 Monate. Wir ballern jetzt Werbung und hoffen, dass nichts passiert bis zum Baron. Das ist ein Deal. Smolder hat 6 Items mit Cosmic Drive. 575 Stacks. Ab dem Zeitpunkt, glaube ich, kannst du nur noch mit dem Tolkschen Ansatz gewinnen und full on Sidelane spielen und irgendwie versuchen, das Game zu backdown. Weil ich glaube, Fights sind legit impossible. Du hast auch so viel Peel für diesen Smolder. Du hast einfach Sejuani, Braum, Ashe. Es ist so schwer, da durchzukommen, durch diese ganzen Meat-Shield, durch diesen ganzen CC. Kani ist actually gut. Frozen Luke, danke für die 4 Monate. Und Automaten, danke dir für den T1-Sub. Merci, Mausi. Vielen, vielen Dank. Es tut mir leid für die Werbung. Aber actually, es passiert nichts. Werbung sind noch 50 Sekunden. Es wird nichts passieren in der Zeit. Trust. Hol die Kondome raus. Jetzt wird gebackt dort. Oh, Mann, ey. Es ist krank, wie broken Yone ist, by the way. Dass Caps es alleine schafft, EU in diesem Game zu halten. Fights waren auch schon vor 20 Minuten impossible, wenn HLE nicht permanent geblandet hätte. Ja, HLE hat sehr schlecht gespielt. HLE hat so viele Ultis gemisst. Aber to be fair sind die Fights playable, wenn wir Engages finden. Aber leider spielen wir... Also, das ist jetzt toxic und so, aber wir haben keinen Support. Mickey hat noch keine einzige gute Situation in diesem ganzen Game gehabt. Und das als Rell. Oh, schöne gebufferte Ultimate. Da kommt der Arrow. Oh mein Gott, schöner Sidestep. Caps, du bist so geil. Caps verdient Besseres. Mickey, bitte. In 45 Minuten einen guten Rell Engage. Ist doch nicht zu viel verlangt. Ja, die Rell gestern gegen Pain war schon schlecht. Mickey war gestern schon der Grund, dass Pain Gaming noch 10 Minuten länger oder 15 Minuten länger gelebt hat. So, willkommen zurück an die Werbeschau unten. Smolder Ultimate. Caps ist wieder raus. Varus ist mittlerweile am Splitten Toplane. Wann hat Mickey Flash? Ja, das sehen wir leider nicht. Aber es sollte nicht mehr so lang dauern. Ich glaube, dass der Mickey Flash mit Caps Flash abkommt. Weil eigentlich sollte er sogar davor kommen, weil Mickey spielt ja hoffentlich mit Cosmic Insight. Also eigentlich sollte der Rel Flash gleich ab sein. Nash spawned. Der vierte in dem Game. Das Problem ist, dass wir mittlerweile im Punkt sind, dass wenn Yike stirbt, selbst wenn er das 50-50 bekommt, glaube ich, finisht HLE trotzdem. Weil die Death Timer mittlerweile einfach so lang sind. Oh mein Gott. Okay, guter Flash. Flash von Delight raus. Das ist natürlich scheiße, weil Yike jetzt nicht mehr in Pit kommt. Und der Lilia Flash auch ein guter Engage ist. Wir haben Vision. Das Blue Trinket spottet das Ganze. Poppy ist am Recallen. Gehen wir für Full-On-Base-Commit? Will Yone das Game finishen? Und wir chasen die jetzt? Ich denke, das ist legit der Plan. Das ist legit der Plan. Aber das wird niemals reichen. Die können zu Fuß zurücklaufen, no? Jetzt TP't man sogar. Oh mein Gott! Cancel diesen TP! Ah, es ist nur Doran. Oh mein Gott, schau dich diesen Smolder Damage an. Caps TP't weg. Caps wird gecancelt werden. I mean, Mickey hat actually Sekka bekommen, aber es ist halt, wenn Yone nicht da ist, kann ihn niemand töten. Doran Flash. Caps ist einfach so... Es ist crazy, wie gut Caps ist. Aber es reicht halt nicht. Ja, jetzt werden sie finishen. Wenn der TP von Caps dazukommt, dann ist der Fight actually playable.
Aber gut gemacht von Doran. Er sucht ihn, er spottet ihn. Er cancelt den TP. Fuck, Mann. Fuck, Mann. Das tut weh. Das war wirklich vulnerable. Hanwha hatte heute keinen guten Tag. Sag ich, wie es ist. Hanwha war nicht gut. Das ist das, was so wirklich weh tut. Dass Hanwha wirklich schlagbar heute war. Crowley, danke dir für den Resub. Vielen, vielen Dank für 18 Monate. Welcome back. Vielen Dank für den Resub. Hanwha hatte wirklich keinen guten Tag. Und es reicht leider trotzdem für EU. Shit, Mann. Shit, Mann. Okay, 2-1. Die Ju bleibt 1-1. Ist auch kein leichtes Los, for sure. Scheiße. Ja, Miki muss ankommen. So hart es ist, aber wir hatten 45 Minuten Game und wir hatten keinen Rally Engage. In 45 Minuten. Heili hat nicht gut gespielt und trotzdem waren sie Minute 20, 6